So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Volker Moosbrugger. Ich bin Generaldirektor hier bei Senckenberg und genieße diesen Job auch und habe jetzt das Vergnügen, Sie heute Abend durch die Abschlusspodiumsdiskussion zu führen. Wir hatten ja, denke ich, eine spannende Vortragsreihe Welt in Bewegung. Gehen wir gerade Nummer 1 zurück. Warum der schon springen hat? Wo war er da? Wanderung, Mobilität und Migration im globalen Kontext. Da haben wir schon versucht, sag ich mal, das Thema Bewegung, Migration in ganz breitem Sinne zu verstehen, also eben nicht nur Migration, sondern eben auch über die verschiedenen Komponenten hinweg gedacht. Wir haben versucht, deutlich zu machen, dass eigentlich alles in Bewegung ist auf dieser Erde, die eben eine Geschichte hat. Kann es ohne Bewegung, ohne Veränderung nicht gehen. Es gibt eigentlich nichts Statisches. Und wir haben ganz unterschiedliche Themen behandelt. Wir haben über Plattentektonik geredet in der Vortragsreihe, wie verändern sich die Platten. Wir haben über den Landgang geredet, wie sind die Pflanzen an Land gegangen. Wir haben intensiver auch über Bewegung von Tieren geredet, über Bewegungen von Menschen. Also schon versucht, das gesamte Spektrum abzudecken. Das ganze Thema steht im Kontext auch eines Schwerpunktthemas der Leibniz-Gemeinschaft. Wir gehören ja als Senckenberg zur Leibniz-Gemeinschaft. Die Leibniz-Gemeinschaft hat 8 Forschungsmuseen, wir sind eins davon. Und diese 8 Forschungsmuseen, die eben von der Kultur über die Technik bis zur Natur gehen, haben sich vorgenommen, über die nächsten 2 Jahre dieses Thema eine Welt in Bewegung eigentlich zum Schwerpunktthema zu machen. Und das ist ein Beitrag gewesen eben von Senckenberg, diese Vortragsreihe. Heute Abend wollen wir das Ganze so ein bisschen abschließen mit einer Podiumsdiskussion, bei der wir, sage ich mal, die Welt der Bewegung noch mal Revue passieren lassen wollen. Was bedeutet das insgesamt für uns Menschen heute? Und die Idee ist so zum Abschluss gewissermaßen vielleicht ein neues Narrativ auch zu entwickeln für dieses ganze Thema Bewegung und Migration. Ich denke, wir haben tolle Gäste. Ich darf sie namentlich kurz nennen. Die Kolleginnen und Kollegen werden sich nachher selber gleich vorstellen. Das ist, wir fangen ganz links an, Hanno Sebens. Den sehen Sie da unten. Haben wir einen Pointer irgendwo? Den dann weiter, wenn er sich vorstellt. Jawohl. Ja. Hanno Sebens, er ist der Biologe unter dieser Gruppe und hat das Spezialthema invasive Arten, wird er Ihnen gleich vorstellen. Neben ihm sitzt Miriam Heidle, sie ist bei der Heidelberger Akademie der Wissenschaften beschäftigt, hat ein großartiges Projekt über Evolution des Menschen und auch die Ausbreitung des Menschen. Sie ist also Paläoanthropologin und wird diesen Aspekt vertreten und sich nachher auch selber vorstellen. Daneben sitzt, eigentlich hätte ich euch zwei gerne vertauscht, aber das ist nicht so schlimm, das geht auch so. Daneben sitzt, ich komme an der Stelle zu Nicole Deitelhoff, das ist die Dame, die hier außen sitzt, die ich eigentlich eher in die Mitte gesetzt hätte, ich sage gleich noch was dazu. Sie leitet das Leibniz-Institut Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung hier in Frankfurt, mit der wir auch verschiedentlich zusammenarbeiten, ist Politikwissenschaftlerin, wird also, sage ich mal, das politische Geschehen, gesellschaftliche Geschehen heute repräsentieren und schließlich Daniel Hess, er ist der Leiter des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, auch eine Leibniz-Einrichtung und er wird in diesem, ja, innerhalb dieser 4 Personen dann stärker den kulturellen Aspekt, die Ideenwelt vertreten. Wir steigen mal ein in diese Diskussionsrunde, in dem sich unsere 4 Podianten jeweils selber kurz vorstellen. Jeder von ihnen hat ein eigenes Objekt mitgebracht. Da gibt es ein Schiff oder, weiß nicht, Neandertal oder wer auch immer das ist, ein Globus und hier noch ein Handy. Und anhand von diesen Objekten werden die 4 Personen sich jetzt selber und so ihren Zugang zu dem Thema Bewegung kurz präsentieren. Dann steigen wir in eine Diskussion ein. Da werde ich noch ein bisschen was dazu sagen, wie wir das strukturieren wollen. Und am Ende sind natürlich Sie gefragt, dass Sie auch noch Fragen stellen können. Dann fangen wir an mit dem Primitivsten, das ist die Biologie an der Stelle. Hanno.
Du kriegst den Pointer. Kriege ich? Ah ja, danke schön. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Hanno Sebens. Ich bin, wie gesagt, Biologe, aber es soll ja alles so einfach sein, aber sowas Biologie gibt es heutzutage nicht mehr. Das heißt, ich bin eigentlich Umweltwissenschaftler. Das ist also so eine Mischdisziplin zwischen Biologie und Geografie und allem möglichen anderen. Aber Sie können mich auch als Ökologe bezeichnen. Also ich komme aus der Naturwissenschaft und beschäftige mich mit dem Thema invasive Arten. Auch hier ist es wiederum nicht so einfach, wie anfangs gedacht. Den Begriff invasive Arten, den mag ich überhaupt nicht. Aber es ist der Begriff, der am weitesten verbreitet ist und der auch in den Medien am häufigsten verwendet wird. Und deswegen ist er die meisten präsent. Also ich bevorzuge Begriffe wie Neobiota und so, aber dazu kommen wir dann später auch nochmal. Mein Forschungsfeld ist eben die Ausbreitung von Neobiota oder invasiven Arten. Und das Thema fasziniert mich schon seit Langem und mich fasziniert vor allen Dingen auch schon darüber hinausgehend die Interaktion zwischen Mensch und Natur. Also wie beeinflusst der Mensch durch sein Verhalten die Natur und die Dynamiken, die sich eigentlich über Jahrmillionen entwickelt haben, wie verändern wir die und wie verändern wir auch unseren Planeten? Und da habe ich auch. Ah ja. Hier sind ein paar Beispiele mal, also von Arten, die in Deutschland als Neobiota klassifiziert sind. Das sind also Arten, die bei uns vorkommen, die sich hier reproduzieren können, die können sich hier halten und sind quasi ein Bestandteil unserer Natur. Sie sind aber nicht ursprünglich von hier, sondern sie sind durch den Menschen in unsere Region gebracht worden und konnten sich dann hier halten und ausbreiten. Und das ist eben die einfache Definition eigentlich von Neobiota. Das sind also Arten, die durch den Menschen in Gebiete außerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets gelangen. Und da sehen Sie dann zum Beispiel den Halsbandsittich. Möglicherweise haben schon einige von Ihnen den auch gesehen. In Wiesbaden kommt er relativ häufig vor und ist schon sehr präsent, weil er einfach grasgrün ist und ein Sittich ist, ein Vogel, den man hier eigentlich in unserer Natur nicht erwarten würde. Und er ist und sehr laut. Ist laut, ja. Ja, er ist sehr laut, ja. Das heißt, die einen freuen sich dran, weil er eben schön ist, die anderen stört es, weil er die ganze Zeit rumschreit. Der Waschbär zum Beispiel ist mittlerweile auch omnipräsent, eigentlich überall zu finden. Dann haben wir die Herkulesstaude, auch sehr weit verbreitet. Wir haben auch Flamingos in Deutschland. Wir haben auch Nandus mittlerweile, diese großen Laufvögel aus Südamerika, sind in Mecklenburg-Vorpommern zu mehreren hundert. Auch natürlich durch Menschen angesiedelt, die Wollhangkrabbe in den Seen oder die Ambrosia. Alles Arten, die sich hier halten können und ausbreiten. Manche davon haben allermeisten davon machen so gut wie gar nichts bei uns. Also man sagt so 80-90% haben keinerlei Auswirkungen. Ein paar von denen sind sehr präsent und sehr deutlich zu sehen. Das hier ist zum Beispiel die Pazifische Auster und das ist das Wattenmeer bei Jüst. Und Sie sehen, vom Wattenmeer selber kann man nicht mehr viel erkennen. Also man hat riesige Austernriffe dann hier von der Pazifischen Auster, die aus chinesisch-japanischen Gewässern dann stammt. Da bin ich auch schon gleich bei meinem Mitbringsel. Ich habe was mitgebracht. Und zwar dieses Schiff, eine etwas eigenwillige Bauart, muss ich gestehen. Das war unter Konzeption meiner Kinder mit angefertigt. Das Schiff einfach als Symbol für Globalisierung und internationalen Handel, weil unsere Globalisierung und die Welt, wie wir heute aussieht, könnte sich ohne die Schiffe gar nicht so entwickelt haben. Und auch die Natur, die wir hier vor unserer Haustür sehen, wird ohne Schiffe gar nicht so aussehen, wie sie heute aussieht. Weil eben über Schiffe werden halt immer noch sehr viele Waren und Menschen transportiert. Also 90% aller Waren werden weiterhin über Schiffe transportiert. Aber es werden eben auch Tier- und Pflanzenarten damit eingebracht. Dafür ist das Schiff eigentlich das beste Symbol dafür. Ich habe noch ein paar andere Folien, aber ich glaube, ich muss weiter geben. Ja. Also ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Dankeschön. Gut. So, und jetzt springen wir jetzt zu den frühen Menschen. Jetzt müssen wir sowieso erstmal weiter, bis wir... Halt. Jetzt bleiben wir... Geht von selber durch. Okay. Also mein Name ist Miriam Heidle. Ich komme von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Und bin in Arbeitsstellen hier in Senckenberg und in Tübingen an der Universität tätig. Ich koordiniere hier eine Arbeitsstelle, die heißt The Role of Culture in Early Expansions of Humans, die Rolle der Kultur in frühen Ausbreitungen der Menschheit. Bei diesen Ausbreitungen geht es einerseits natürlich um geografische Ausbreitungen, wie wir sie hier sehen.
Es läuft jetzt langsam durch in Zeitabschnitten, die Sie da oben sehen, von 7 Millionen Jahren bis 20.000 Jahre vor heute. Der Mensch breitet sich langsam aus und es gibt erst Jahrmillionen, wo sich die Menschen nur in Afrika hin und her bewegen. Und ab 2 Millionen Jahre vor heute kommt es zu einer Ausbreitung aus Afrika heraus. Was uns in unserem Projekt sehr stark interessiert, ist die Ausbreitung nicht nur geografischer Art, sondern wie es überhaupt dazu kommt. Einerseits durch die zunehmende Ausbreitung von kulturellem Handeln, dass Menschen also überhaupt in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren und wie das dazu führt, dass man kulturell in der Lage wird, ganz anders auf seine Umwelt zu reagieren, wie es dann auch dazu kommt, die Umwelt mitzuformen. Da haben wir schon den ersten Link. Und durch dieses Formen und dieses andere Begreifen der Umwelt dann auch dazu kommt, aus einem Kontinent auszuwandern. Am Anfang in ein Gebiet, in dem es keine anderen Menschen gibt. Also um 2 Millionen Jahre vor heute war nur Afrika durch Menschen besiedelt. Und die sind dann in ein Gebiet gegangen, wo es keine anderen Menschen gab. Und bei den weiteren Ausbreitungswellen sind die Menschen jeweils immer auf andere Menschenformen getroffen. Und da interessiert uns natürlich sehr, was da überhaupt geschah. Inwieweit haben sich die unterschiedlichen Menschenformen gegenseitig beeinflusst? Inwieweit kam es da auch zu einem Fluss der Ideen oder kam es immer zu einer Dominanz einer bestimmten Art? Man hat lange Zeit angenommen, dass der moderne Mensch, als er vor ungefähr 100.000 Jahre, es gibt in der Zwischenzeit auch schon Hinweise, zum Teil früher aus Afrika ausgewandert ist, die anderen Arten wie Neandertaler und Denisova-Menschen und so einfach dominiert hat und die dann ausgestorben sind. In der Zwischenzeit gibt es durchaus auch Ideen, dass die sich gegenseitig beeinflusst haben. Also nicht nur etwas genetisch vermischt haben, sondern durchaus auch ein Zugewinn, ein Wissenszugewinn, ein Ideenzugewinn daraus entstanden ist. Und ja, wie die einfach miteinander umgegangen sind und daraus wirklich auch ihren Nutzen gezogen haben. Das, denke ich, wird ein Aspekt sein, der auch heute Abend sehr stark diskutiert werden kann. Und ich gebe damit weiter an den Nächsten. Ich würde sagen, wir lassen erstmal die Nicole reden. Genau. Wir machen Regieanweisung wie bei uns. Ihr seid brav und folgt. Gut. Natürlich. Bin ich nicht gewohnt bei mir. Weder zu Hause noch im Senkenberg. Nein, Sie sehen jetzt, es geht. Ich muss noch sagen, was ich mitgebracht habe. Oh Gott, jetzt muss es aufgelöst werden. Es ist überhaupt kein Neandertaler. Nein, es handelt sich um einen Homo erectus, der ungefähr, eine Rekonstruktion natürlich eines Homo erectus, muss ich sagen. Die Rekonstruktion eines Homo erectus ungefähr 1 Million Jahre alt aus Java. Und er ist eben einer der frühen Vertreter, die man in Südostasien gefunden hat. Der Originalfund Sangiran 4 hier im Senckenberg. Und deswegen ein würdiger Vertreter dieser frühen Wanderungsbewegungen, von denen wir heute vielleicht auch sprechen werden. Gut. Jetzt probiere ich es. Ja, Nicole Deitlauf, ich leite das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und habe hier auch eine Professur an der Goethe-Universität inne. Und man könnte jetzt vermuten, ich werde jetzt direkt über die Zahlen zur Migration nach Europa sprechen und über die letzten Jahre und hätte unsere Kanzlerin sagen dürfen, was sie gesagt hat und hat sie die Kontrolle verloren, ja oder nein. Ich will das aber gar nicht tun. Sondern ich möchte eigentlich über eine Begleiterscheinung von Migration sprechen und das ist eigentlich die Bewegung von Ideen und Normen. Und früher war es eben so, dass tatsächlich Menschen sich bewegen mussten, also dass über die Migration von Menschen Ideen, Werte, Strukturen tatsächlich transportiert worden sind oder eben auch Arten, also eben zum Beispiel über Schiffe, aber denken Sie an die Kartoffel oder ähnliches. Das sind klassische sozusagen Dinge, die in unsere Welt oder in unsere Welt, in unsere Region gekommen sind, über Migration. Heute ist das aber ganz anders. Heute müssen Menschen nicht mehr tatsächlich sich selbst auf den Weg machen, aber ihre Ideen können dennoch nahezu in Echtzeit übertragen werden. Und deswegen habe ich eben auch ein Exponat mitgebracht, wenn man so will. Ein kleines Handy. Das ist schon nicht mehr sozusagen auf dem neuesten Stand. Das ahnen Sie schon. Dafür ist es irgendwie viel zu klein. Es kann die ganzen tollen Dinge nicht. Aber sozusagen das Prinzip wird, glaube ich, klar. Diese Handys sind nicht nur die wesentlichen
ja, was soll man sagen, die wesentlichen Transportmittel für die gegenwärtige Migration von Menschen, sondern eben auch von Ideen und Werten. Also darüber können eben Bilder direkt übertragen werden, können Ideen direkt weitergereicht werden, und das sehen wir auch an ganz, ganz vielen Stellen. Und das ist natürlich etwas, das erstmal ambivalent ist. Auf der einen Seite können wir sehr schnell Innovationen erkennen, sie importieren, sie zu unseren dann auch machen, denn auch das passiert eigentlich, wann immer Ideen sozusagen über Grenzen passieren, verändern sie sich auch. Dort, wo sie aufgenommen werden, bekommen sie wiederum eine ganz eigene Gestalt. Sie sehen zuerst noch gleich aus, aber sie werden eben umgebaut, wenn sie so wollen, eben eingebaut in die jeweils eigene Lebenswelt. Aber, und das wäre eben nochmal ein ganz wichtiger Punkt, diese Ideen sind nicht, oder diese Innovationen sind nicht in jedem Falle immer positiv. Also nicht nur die sogenannten Goods werden transportiert, genauso werden Social Bets transportiert. Und natürlich, wenn man aktuell sich Hanau anschaut, dann sieht man auch das sehr deutlich, dass eben sozusagen über transnationale Kommunikation, über soziale Medien, auch über sowas wie diese Handys, eben auch sozusagen Ideen aus dem extremistischen Spektrum beispielsweise, über terroristische Strategien, zum Beispiel, dass man Verkehrsmittel als Waffen benutzt. Das ist etwas, was diffundiert ist. Das ist an einem Ort erfunden worden und es ist über soziale Medien, über die Bilder im Grunde genommen transportiert worden. Das ist sozusagen ein Punkt, der mich sehr interessiert. Beim Bild ist Ihnen ein wunderbares Stichwort. Mein Name ist Daniel Hess, ich bin Kunsthistoriker vom Germanischen Nationalmuseum, das größte kulturgeschichtliche Museum im deutschen Sprachraum, mit so roundabout 1,5 Millionen Objekten. Und Bilder sind ein wunderbares Stichwort. Als Historiker tue ich mich zunächst etwas schwer, weil ich für die Zukunftslösungen nicht unbedingt zur Verfügung stehe oder vielleicht nur indirekt. Was heute im Kontext Migration ja ein großes Problem ist, dass wir so tun, als hätten diese ganzen Vorgänge, die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, keinen historischen Vorlauf. Das ist ja in der Politik ein ganz großer Mangel. Und ich habe ein Objekt mitgebracht, also neben diesem Wasserball, Sie werden gleich verstehen, warum auch dieser Wasserball dabei ist, nämlich den Beheim-Globus. Das ist der älteste erhaltene Globus der Welt. Der ist 1492 entstanden, just in dem Jahr, als Kolumbus in Amerika gelandet ist. Ob er es entdeckt hat, kann man sich ja darüber streiten. Dieser Globus hat das Bild der Welt natürlich geprägt, die damalige Vorstellung von der Welt. America first, falsch, Fehlanzeige, Amerika gibt es überhaupt nicht. Und die Vorstellung dieses Globus, auch der viel zu geringe Erdumfang, hat dazu geführt, dass man gemeint hat, dass man ganz schnell zu den Gewürzinseln fahren kann. Das war eigentlich die Idee, wie die Kolumbus hatte. Die Nürnberger Handelsleute sollten schnell auf der schnellen Fahrt nach Westen dann zu den Gewürzinseln kommen und ein Vermögen machen. Hätte man gewusst, dass die andere Seite der Welt viel größer ist, das hat Magellan und so weiter, ist dann fast zum Verhängnis geworden, dann weiß ich nicht, ob man diese kühne Tat getan hätte. Also insofern ist das für mich auch ein ganz großer Punkt, wie weit Bilder, Vorstellungen, ob sie jetzt richtig oder falsch sind, den Menschen überhaupt bewegen, aufzubrechen. Warum steigt Reinhold Messner auf den Mount Everest oder was auch immer, kann man sich darüber unterhalten. Was für mich als Historiker auch spannend ist, und da kommt die Welt anders, in einer anderen Form noch in Bewegung, das sind unsere Weltbilder, beziehungsweise die historische Überlieferung, wo wir immer noch merken, dass wir mit unserem sehr eurozentristischen Blick, wir sprechen von Entdeckung, Amerika gab es vorher auch schon, die Menschen sind alle da gewesen, die wir vermeintlich entdeckt haben ab dem 16. Jahrhundert, da gerät die Welt immer wieder neu in Bewegung, weil wir lernen, dass unsere historischen Erzählungen von uns mit einem ganz bestimmten Ziel gemacht worden sind und sie sind so, wie sie sind. Sie kennen die Ausbreitung des Islam in Spanien ab dem 9. 10. Jahrhundert. Das hat die spanische Geschichtsschreibung hat das nachher zu einem Konflikt zwischen Christentum und Islam hochstilisiert. Da gab es aber ganz viele Mischformen, Verständigungsformen. Unterm Strich hätten wir ohne diese Ausbreitung, diese Vermischung auch von Judentum die ganze antike Literatur nicht. Wir könnten nicht rechnen, wir hätten das Astrolab nicht, wir hätten die Astronomie nicht übermittelt bekommen. Und da wird's dann ganz spannend und ich glaube, da kann die Kulturgeschichte dann auch noch schön mitmischen. Prima. Ich denke, das umreißt so ein bisschen den Horizont, vor dem wir jetzt diskutieren wollen. Ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt so in die Diskussion rein, indem wir zunächst uns mal ein bisschen Gedanken machen, nochmals Revue passieren lassen, was treibt denn die verschiedenen Akteure
zu Bewegung, also die Organismen, den Menschen, die Ideen. Dann würden wir uns anschauen, was ist die Konsequenz von solchen Bewegungen? Eben die Goods and the Bads, nicht? Was sind positive, negative Konsequenzen? Und zum Schluss würden wir einfach dann nochmal versuchen zusammenzufassen, was lernen wir denn da draus? Und wie sollen wir eigentlich mit dem Phänomen umgehen und was sind unsere Perspektiven? Nicht? So, das ist das, was wir mal so ein bisschen erörtern wollten. Ich fange mal an mit den beiden Kollegen zu Rechten und würde mal fragen, was treibt zunächst mal biologische Arten aus ihrem ursprünglichen Areal raus? Warum bleiben die nicht da, wo sie mal entstanden sind? Und warum wollen sie raus? Und ich sage mal, bei Menschen kann man das Gleiche, frühen Menschen kann man das Gleiche fragen, weil er natürlich noch sehr stark eigentlich Biologie ist und noch wenig Kultur. Also aus naturwissenschaftlicher oder biologischer Sicht ist es enorm wichtig für Arten, dass sie sich bewegen, dass sie nicht an einem Ort bleiben, weil sie eben darauf angewiesen sind, sich mit anderen Arten oder genetisches Material auszutauschen. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass man Partner zur Reproduktion findet, dass man eine Gesamtpopulation aufbauen kann, die sich vermischt und die sich auch weiterentwickelt. Es reicht nicht, auf dem gleichen Stand zu bleiben, sondern man muss sich permanent anpassen, wie zum Beispiel neue Viren, die kommen, der Körper muss sich weiterentwickeln und so. Es ist ein ständiger Kampf gegen andere Konkurrenten. Das heißt, man muss sich weiterentwickeln und zu dieser Weiterentwicklung gehört auch Bewegung. Das heißt, Bewegung ist ein ganz zentraler Bestandteil der Arterhaltung. Das ist also immer also der Evolution, wenn man der Evolution so genau ja. Und das heißt, die Bewegung von Organismen auch durch andere Organismen, was ich jetzt eben als Eintrag von Neobiota dann beschrieben habe, ist ein ganz natürlicher Prozess. Also auch ein Wildschwein oder ein Reh nimmt Samen mit im Fell und diese Samen werden irgendwo anders dann wieder abgeworfen oder werden verloren. Dort können sich dann eben Pflanzen dann ausbreiten. Auch Bakterien, Viren und so sind darauf angewiesen, dass sich der Wirt bewegt. Aber ist es nicht auch die Überproduktion? Nicht, also wir alle wissen, wir sind enorm gewachsen. Als ich geboren wurde, waren wir 2,7 Milliarden Menschen. Heute sind wir 7,7. Ja. Und dieses Prinzip haben natürlich die Pflanzen auch. Die produzieren eigentlich immer mehr als tatsächlich überleben. Also ist es nicht auch der Druck, wenn man so will, durch die Überproduktion? Ja, wir haben natürlich heutzutage, also was ich beschrieben habe, ist ja der natürliche Grundprozess, der immer abläuft und schon immer abgelaufen ist. Was wir heute halt feststellen, ist, dass wir Menschen, die Menschheit hat sich ja dann aus diesen evolutiven Prozessen eigentlich so entkoppelt und hat verschiedene Hürden überwunden, durch eben auch Technik. Und wir haben ein Ausmaß der Ausbreitung erreicht, das es so in der Form noch nie gegeben hat. Das heißt, diese Ausbreitung, gerade auch über diese großen Distanzen, über die großen Ozeane hinweg, das ist etwas, was komplett neu ist. Und was sich über Millionen Jahre, was nie in dieser Form da gewesen ist. Das heißt, das Ausmaß und diese Vernetzung, die wir heutzutage vorfinden, die hat eine ganz neue Dimension der Ausbreitung geschaffen und ermöglicht es, viel mehr Arten in Gebiete zu kommen, die sie ohne den Menschen natürlich überhaupt nicht erreicht hätten. Dann, ja. Miriam, ist es bei den frühen Menschen, du hast ein paar Bilder gezeigt, wie die Ausbreitung ausgehend von Afrika ist, ist es bei den frühen Menschen auch primär, sag ich mal, dieses normale biologische Geschehen, was die zur Ausbreitung führt, oder spielt da Neugier, Eroberungslust auch schon eine Rolle? Gibt es da Hinweise? Oder ist es, sag ich mal, wirklich vergleichbar, so wie sich Zebras ausbreiten? Oder? Es hat beide Komponenten mit drin. Was es auf alle Fälle nicht hat, ist, dass die Leute am Anfang irgendwie aufgebrochen sind in dem Sinne, wir wollen jetzt Ostasien sehen und wir machen uns auf die Wanderung. Also es war keine zielgerichtete Migration, sondern es waren einfach so kleine explorative Touren. Wenn jetzt hier unser Gebiet abgegrast ist, gucken wir mal ins nächste Tal, ob es da, dort noch irgendetwas gibt. Was allerdings bei Menschen dazu reinkommt und schon relativ früh reinkommt, wir haben ab ungefähr 3,3 Millionen Jahren die ersten Werkzeuge bei Menschen, aber erst ab 2 Millionen Jahren können wir es tatsächlich fassen, dass die Menschen aus Afrika rauskommen. Durch diesen Werkzeuggebrauch allerdings, den sie schon lange eingeübt haben, also über 1 Million Jahre eingeübt haben, haben die Menschen dazu gefunden, mehr und mehr sich ihrer Umwelt
neue Gebiete zu erschließen, praktisch neue Ressourcen auch zu erschließen, die vorher nicht da waren. Die haben ganz andere Lebensweisen entwickelt, die ihnen dann auch erlaubt haben, noch ein Stück weiter zu gehen. Also was erst später natürlich aufkommt, aber ein gutes Beispiel, das das Ganze erläutert, ist der Gebrauch von Feuer. Ich kann ohne Feuer immer nur bis zu einem gewissen Grad nach Norden wandern, sonst dann wird es mir einfach zu kalt, wenn ich nicht genügend Stoffwechsel habe, der das und genügend Fell, der das Ganze sonst unterstützt. Ich brauche also eine gewisse Technik, um da nach Norden vorzudringen. Genauso ist es natürlich so, dass ich durch Feuer mir ganz andere Ressourcen erschließen kann. Ich kann Sachen nutzbar machen, essbar machen, die ohne, dass ich sie irgendwie brate, koche, gare, jetzt weniger genießbar sind, weniger haltbar sind. Und das sind alles kleine Veränderungen, die es aber möglich machen, dass ich die Umwelt in einer anderen Art und Weise nutze. Wenn ich einen Container habe, um Wasser mit mir mitzutransportieren, bin ich nicht mehr dran gebunden, immer nur an Wasserläufen entlang zu gehen und kann auch in andere Gebiete etwas vordringen, kann anderes Rohmaterial mir holen. Und so wird der Mensch einfach durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt mehr und mehr auch explorativ. Es ist so eine Wechselwirkung zwischen Umwelt, Ideen und Mensch, die sich mehr und mehr, die mehr und mehr Dynamik kriegt. Nicole, geh mal zu dir. Was ist heute, oder kann man sagen, ist heute grundsätzlich was anders als bei den frühen Menschen? Also klar, wir haben eine Technik. Die Motivation, ist die heute eine andere? Also echt, man kann ja zunächst mal vermuten, auf der einen Seite, was treibt irgendwie mich jetzt als physische Person, mich zu bewegen? Das kann eben Engpässe sein. Ich habe nicht genügend Nahrung, ich finde nicht genügend Partner, was immer das sein mag. Aber es könnte ja eben auch dieses Thema Neugier sein. Also ich will wirklich was Neues entdecken. Also ist auch ein bisschen für mich die Frage, was ist denn, welche Bedeutung hat Heimat für Leute? Nicht? Also es ist ja nicht einfach jetzt zu sagen, ich bin in dem Dorf groß geworden, jetzt gehe ich da raus. Das ist ja auch kein Spaß. Nein, wenn wir uns... Ach ja, da war was. Nee, aber wenn wir uns auch tatsächlich, jetzt kommen wir doch zu den Zahlen, wenn wir uns die Zahlen der Migration anschauen, dann müssen wir auch eben feststellen, dass weit mehr als die Hälfte, ich glaube es sind ungefähr 2/3, tatsächlich Binnenflüchtlinge sind. Also die fliehen innerhalb ihrer jeweiligen Länder. Wissen wir denn, wie viele Menschen irgendwie... Momentan sind ungefähr 70 Millionen Menschen auf der Flucht beziehungsweise in Bewegung. Das sind ja nicht alles Flüchtlinge, das sind eben teilweise tatsächlich, also auch Migranten, die nicht fliehen, sondern die einfach sozusagen zielgerichtet woanders hin wollen. Aber sozusagen von diesen 70 Millionen ist eben der ganz überwiegende Teil, bleibt tatsächlich in seinem oder ihrem jeweiligen Land. Mhm. Und warum sehen wir diese Bewegung? Also Neugierde spielt tatsächlich, glaube ich, bei den großen Zahlen nicht die Hauptrolle, sondern es sind Veränderungen der Lebensumstände, also beispielsweise Umweltveränderungen, Versteppung, Wassermangel dadurch eben oder auch, dass sich das Klima so weit verändert, dass die Böden nicht mehr so bearbeitbar sind, wie sie das mal waren und so weiter und so fort. Dann natürlich eines der ganz großen Treiber für Migration ist nach wie vor Konflikt, Kriege, schlicht und einfach. Also auch da muss man sagen, die ganz großen Zahlen, die wir momentan sehen, werden von ganz wenigen Ländern erbracht. Und das sind Syrien, Afghanistan und der Südsudan, wenn ich es richtig sehe, führen momentan die Hitliste an. Das sind drei Länder, die sozusagen durch langwierige und sehr brutale Konflikte gekennzeichnet sind. Und das letzte, schlicht und einfach Hunger, hängt aber mit den beiden anderen Faktoren zusammen. Mhm. Du hast vorher noch das Beispiel eben gebracht, als ich bestimmte Ideen, Bilder, die transportiert werden, die plötzlich dann von anderen übernommen werden, positiv wie negativ. Was steckt da dahinter, dass man neue Ideen bereitwillig aufgreift? Also ohne jetzt zu wandern, sondern ich sehe irgendwie ein Bild und sage, ich will ich auch oder mache ich auch. Mhm. Ja. Ist das irgendwie Conditio Humana? Man ist einfach so, was Neues interessiert einem?
Naja gut, also ich glaube, jeder Mensch möchte ja zunächst einmal ein geglücktes Leben führen. Das kann für jeden Menschen was anderes bedeuten, das tut es zumeist auch. Aber nichtsdestoweniger über solche Medien werden natürlich Sehnsuchtsorte. Und das müssen eben keine geografischen Sehnsuchtsorte sein, sondern das sind auch ideelle Sehnsuchtsorte übermittelt, die man erreichen will, an denen man glaubt. SUV oder so. Ja, zum Beispiel, das kann alles Mögliche sein. Ne? Also wo man eben glaubt, dass man ein besseres Leben führen könnte. Eines, das irgendwie dem, was man sich vorstellt, dem oder den Fähigkeiten, den Talenten, die man hat, vielleicht auch eher entspricht. Das gibt es ganz, ganz sicher. Mhm. Herr Hess, war das früher, also insgesamt gab es früher sicher weniger Bilder als heute. Spielen Bilder früher eine geringere Rolle für Wanderung von Ideen, als das heute der Fall ist? Also BH im Globus ist sicher irgendwie ein extremes Beispiel, was natürlich irgendwie dazu veranlasst, mal außen rum zu fahren und, nicht? Aber insgesamt würde man ja vermuten, dass es damals schon eher die Kommunikation mit Menschen war, die also in dem 15., 16., 17. Jahrhundert. Ich würde auch nicht als Bild im allgemeinen Verständnis, ne? Das ist Vorstellung, also das muss jetzt nicht ein Bild sein. Was ich spannend finde, was Sie gesagt haben, das ist identisch im Mittelalter, in der frühen Neuzeit. Die Binnenmigration ist eine sehr große. Man will sich optimieren, man will aus dem unsicheren Land in die sichere Stadt, die viel mehr Freiheiten ermöglicht. Man wird dann zwar nicht in die Stadt gelassen, sondern siedelt an der Stadt und hat dann, die Städte wären sonst ausgestorben, die hätten gar nicht von selber überleben können. Also da gibt es ganz viele Parallelen. Ich frage mich aber, ob es, und da käme ich jetzt auf Ihre Frage, ob es nicht irgendwo die menschliche Entwicklung ist, dass man eine Vorstellungskraft entwickeln kann, eine abstrakte Vorstellung von einem Ort, der einfach besser, schöner ist. Mhm. Im Mittelalter gibt es dafür den schönen Begriff des Paradieses, das ist jetzt zwar christliche Ikonografie, ich kann auch nur eurozentristisch reden, weil ich halt auch Europäer bin. Sie kennen das alles, Adam und Eva, wir sind vertrieben worden, weil der Mensch anmaßend war, weil er mehr sein wollte, als er eigentlich ist. Ja, das kann man ökologisch verstehen, wirtschaftlich, was auch immer. Und da habe ich nicht gesagt, der Behaim-Globus ist die erste Weltdarstellung, auf der das Paradies nicht dargestellt ist. Das ist interessant, weil auf allen älteren Weltkarten gibt es das Paradies. Und das Paradies ist immer ein Ort, der ziemlich weit weg ist. Man im Himalaya, irgendwo weit in den Bergen. Und es gibt heute immer noch diese Vorstellung vom Paradies. Ich bin im Beirat des Zukunftsmuseums in Nürnberg, Dependance des Deutschen Museums. Und da war auch so ein Traum der Menschheit, Mars oder noch weiter wegzukommen. Und eigentlich ist es genau die gleiche Sehnsucht, an einen Ort zu kommen, der zwar theoretisch erreichbar wird, also man hat irgendwie Technologien, die es möglich machen, dass man dahin kommen kann grundsätzlich, weil sonst ist es ja völlig außen vor, aber ob das eine anthropologische Entwicklung ist, auch des Menschen, dass er nicht nur physisch in der Lage ist, zu überleben, sich anzupassen, sondern innere Vorstellungswelten eines optimierteren Lebens, eine Vorstellung zu entwickeln. Das würde ja heißen, er muss in die Zukunft denken, nicht? Also, er muss in die Zukunft denken. Oder kann abstrakt, kann er sich was vorstellen, Realität. Haben wir da Hinweise, wann das auftaucht? Ja, es gibt Hinweise darauf, dass also dieses Zukunftsdenken mehr und mehr zunimmt. Überhaupt dieses aus der Gegenwart wegdenken, das geht sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Und das sind solche ganz einfachen Sachen, dass man zum Beispiel schon anfängt, nicht nur einfach ein Werkzeug zu benutzen, das da liegt, also einen Stein, um eine Nuss aufzuschlagen, sondern dass ich schon einen Stein suche, um einen Stein zu bearbeiten, um dann etwas zu machen. Also schon so ein Umwegdenken mit reinbringe. Es geht dann weiter, dass man irgendwann Speere herstellt, 300.000 Jahre vor heute, für die man verschiedene Werkzeuge braucht. Das kann man nicht anfangen, wenn also die Pferdeherde jetzt da vorne steht, dann brauche ich einen Speer, sondern ich muss anfangen, wenn ich das passende Holz finde, dann erstmal ein Artefakt zu haben, um den Baum zu fällen praktisch, um den sorgfältig zu bearbeiten, um den klein zu machen. Das dauert mehrere Tage. Das heißt, ich brauche schon eine gewisse Vorstellung davon, irgendwann brauche ich so einen Speer, um ein Pferd zu erlegen oder so. Und da handelt es sich dann jetzt aber vielleicht erstmal nur so um eine Woche im Voraus oder so. Wenn wir dann anfangen, irgendwann sind wir dann bei den Ackerbauern angekommen, da sind wir nur noch so 10.000 Jahre vor heute, 7.000 Jahre vor heute hier in Europa, da haben wir schon tatsächlich Vorstellungen davon, ich muss wenigstens jetzt im Frühjahr für den Herbst schon planen. Das ist ja praktisch ein
ja, eine Wette auf die Zukunft. Ich bringe was in den Boden und ich wette darauf, dass das im Herbst dann tatsächlich so groß ist, dass ich wieder etwas ernten kann. Und diese Wette auf die Zukunft ist also schon eine abstraktere Vorstellung. Dieses Abstrakte finden wir auch in Bildern. Und diese Bilder, die haben wir so ab ungefähr, ja, 40.000 Jahre vor heute tatsächlich in so kleinen Figuren, wie wir sie auf der Schwäbischen Alb finden. Um diese Zeit haben wir wirklich figürliche Darstellungen. Es gibt dann auch Darstellungen von Tier-Mensch-Wesen und sowas, wo wir wirklich in ganz abstrakte, übernatürliche Vorstellungen reinkommen. Aber das ist eine, also in meinen Zeitverhältnissen, sehr, sehr späte Vorstellung, muss man sagen. Aber wahrscheinlich wird es ja heißen, nicht so diese Verständnis, ich habe eine Vorstellung, wie es besser sein kann, kommt mit den Werkzeugen, mit der Entwicklung der Werkzeuge. Ich denke, nicht? Es also kommt so allmählich, 3 Millionen oder ja, irgendwie sowas. Mit den Werkzeugen eben auch überhaupt, dass man mehr und mehr begreift, dass ich selber etwas beeinflussen kann, etwas verändern kann. Mhm. Ich meine, wir haben ein ausgeprägtes Werkzeugverhalten auch bei Schimpansen und die haben durchaus auch eine Vorstellung davon, mhm, und ein gewisses Planungsverhalten mit ihren Werkzeugen etwas zu verändern. Bei Menschen wird das Ganze natürlich mehr und mehr ausgeweitet, sodass wirklich eine Vorstellung ist, ich selber kann etwas beeinflussen, kann etwas verändern und es gibt etwas über den jetzigen Zustand hinaus. Gut, machen wir mal den ersten Punkt Schluss. So für mich heißt es so, wenn man ein bisschen festhalten will, auf der einen Seite nicht Bewegung, Wanderung, ob das jetzt die Objekte, die Arten, die Individuen selbst sind oder deren Ideen, das ist was Urbiologisches. Also ohne das geht es nicht. Das Zweite, was ich jetzt ganz interessant fand, so eben, dass das sehr stark mit irgendwie mit der Vorstellung, es muss irgendwas besser werden. Also ich wandere, weil ich das Gefühl habe, ich will eigentlich, dass irgendwas besser wird und eben auch der Fakt, der größte Teil, und das ist wahrscheinlich historisch seit langen Zeiten so, ist einfach immer eine Binnenmigration. Also die Migration über größere Kontinente hinweg ist schon eher die Ausnahme, aber wird vielleicht, kommen wir ja nachher gleich nochmal drauf, die Zukunft vielleicht stärker prägen. Gehen wir mal zu den Konsequenzen. Da würde ich mal mit Thanos Sebens anfangen. Invasive Arten. Das klingt ja schon mal so ein bisschen aggressiv. Nicht? Invasionen mag ja keiner so richtig haben, nicht? Obwohl wir Germanen, wir haben uns damals über die Römer nicht sonderlich gefreut, aber heute finden wir es eigentlich ganz gut, dass sie zu uns gekommen sind. Sonst hätten wir immer noch keinen Wein oder sonst vielleicht nicht. Also was passiert, wenn wir zunächst mal auf der Biologie-Seite bleiben, was passiert denn, wenn ich invasive Arten habe? Was machen die? Also zunächst muss ich sagen, dass ich den Begriff invasive Arten auch nicht mag. Mhm. Und zwar hat es eben auch damit zu tun, dass er eben so eine gewisse negative Konnotation auch mit sich bringt. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass in dem Bereich, in dem ich arbeite, überproportional häufig militaristische Begriffe verwendet werden, weil es sich immer um was Fremdes handelt, was irgendwie reinkommt und was man eigentlich aus irgendeinem Grund, es gibt ja sehr vielfältige Gründe, aber nicht haben möchte. Mhm. Und dann bekämpft man etwas, man versucht etwas auszurotten oder man versucht eine Invasion zu verhindern, das ist alles sehr negativ. Deswegen, man versucht, also als Wissenschaftler versuche ich das ein bisschen rauszuhalten und spreche dann lieber von Neobiota. Mhm. Und auch die Konsequenzen dieser Einprägung neuer Arten hängt extrem von der Perspektive ab. Also das kann natürlich auch die Perspektive einer anderen Pflanze sein, die dann verdrängt wird. Mhm. Die findet das vielleicht nicht so toll. Aber in den allermeisten Fällen sind die Konsequenzen derart gering, dass wir Menschen sie kaum wahrnehmen und kaum messen können. Es kommen also Arten rein zu uns und sie können hier überleben und sie nehmen einen gewissen Platz ein, sie verdrängen zu einem ganz kleinen Bereich auch andere einheimische Arten, aber es hat eigentlich kaum eine Konsequenz. Und welche Rolle spielen Parasiten, die mitbringen? Die bringen ja irgendwelche Krankheitskeime mit, ja, nicht, die dann... Grundsätzlich unterscheiden wir gar nicht darum, ob sie jetzt ein Parasit ist oder irgendeine andere Art. Ich rede noch weiter. Es gibt natürlich auch bestimmte Arten, die halt besonders große Auswirkungen haben. Und da können auch Parasiten dann natürlich eine Rolle spielen, die halt dann zu Konsequenzen führen, die wir gar nicht so
gewollt haben. Viele der Arten werden auch unbewusst eingebracht. Und es kann natürlich sehr große Auswirkungen haben. Es können Tiere ausgerottet werden, gerade auf Inseln, die, wo Arten halt nicht ausweichen können. Mhm. Kommt es dann zur Ausrottung oder es wird zur, ja, es können halt auch Schäden oder negative Konsequenzen für die Wirtschaft auftreten oder für die Gesundheit. Die Ambrosia zum Beispiel, die jetzt in Süddeutschland sich breit macht, die hat so produziert hyperallergene Pollen, die halt auch das Gesundheitssystem oder auch den einzelnen Menschen halt betreffen können und so weiter. Das heißt, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch positive Aspekte, zum Beispiel die Krebse. Wir haben jede Menge nordamerikanische Krebse bei uns. Wir haben noch nie so viele Krebse in Mitteleuropa gehabt wie zurzeit, was natürlich viele auch gut finden. An Arten. An Arten, mhm. Ja, auch in der Anzahl. Und die kann man ja auch essen. Man kann sie auch essen. Es gibt Restaurants, die sich darauf spezialisiert haben, nur exotische, also invasive oder Neobiota anzubieten. Wir haben die Krebse angefangen in Berlin, haben mittlerweile auch bieten auch Dinner hier im Frankfurter Raum an, mit der Nilgans zum Beispiel. Ja, also und warum, unter dem Motto, ess die Plage auf. Also. Aber es hängt extrem von der Perspektive ab. Also ein Fischer, der sich auf Krebse spezialisiert, findet es natürlich super, dass jetzt hier so viele Krebsarten zu finden sind. Auch der Angler, ne, findet es auch gut. Oder der Halsbandsittich ist einfach kann man auch als nettes Zusatz sehen. Jetzt warum sind die Naturschützer so gegen Import von fremden Arten? Also nicht, wir haben ja jetzt in den deutschen Wäldern die Diskussion, die Fichte hält sich nicht mehr. Man will jetzt die Douglasie reinsetzen. Nicht? Da wehren sich die Naturschützer, weil die eigentlich hier nicht hergehört. Aber wenn sie ja gut wächst, warum will man das als Naturschützer nicht haben? Ja, das ist halt dann, geht dann wieder darauf zurück, was wollen wir eigentlich hier haben und wie definieren wir unsere einheimische Natur und was bedeutet uns Fremdes, was zu uns kommt. Und in der Regel ist das eher eine ablehnende Haltung zuerst. So, wir wollen erstmal unser Gebiet schützen, wir wollen unseren Raum weiterhin schützen und wir wollen auch das schützen, was wir als einheimische Natur kennen. Weil das beeinträchtigt natürlich auch so ein bisschen die Grundfesten unseres Verständnisses. Was verstehen wir unter einheimischer Natur? Was ist das überhaupt einheimisch? Und dann geht es zurück, was ist denn bei uns selbst einheimisch dann? Ne? Und da haben wir Wissenschaftler eben auch das Problem, weil wir keine klaren Definitionen finden, was das eigentlich ist, weil es gibt das Einheimische eigentlich nicht. Es ist permanent alles in Bewegung und auch das, was wir als einheimisch bezeichnen, das wird gerade mit Zeiten des Klimawandels, wird in 20, 30 Jahren hier nicht mehr überdauern können. Und wenn wir zum Beispiel unsere Stadtbäume oder Parkbäume uns anschauen, viele von denen, die haben im letzten Sommer, haben wir das schon gesehen, die schaffen es nicht über den Sommer. Und das ist nur der Frage der Zeit. Wir haben hier im Hausberg, da wo ich wohne, in der Nähe von Butzbach, die Hälfte aller Fichten ist jetzt schon tot, die andere Hälfte wird bald sterben. Und das ist selbst verschuldet. Auch die vielen Parkbäume wird es hier nicht mehr geben. Dann ist die Frage, wir können natürlich sagen, ja, wir nehmen nur noch einheimische Pflanzen, aber die wachsen dann hier nicht mehr. Also müssen wir gucken, dann, bevor wir gar keine einheimischen Arten mehr in unseren Städten haben, dann muss man sich überlegen, pflanzen wir nicht doch Fremdländer? Also ich finde also das eine interessante, sehr komplexe Perspektive. Ja. Es gibt keine. Ich finde es eine interessante Aussage, nicht von dir. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was einheimisch ist. Nicht? Also eigentlich müsste man es definieren, aber es gibt kein echtes Substrat. Wenn wir zu den frühen Menschen gehen, die sich ausbreiten, was für Konsequenzen hatte das? Man könnte ja jetzt spekulieren und sagen, solange die in Afrika waren, da waren sie relativ dicht, da gab es ordentliche Konkurrenz, war die kulturelle Evolution eigentlich viel schneller und jetzt gehen sie da raus in die Pampa nach Europa und nach Asien, da findet weniger Evolution statt. Also hat die Migration in andere Länder die kulturelle Evolution eher beschleunigt oder eher verlangsamt? Also sieht man einen Unterschied, zum Beispiel Afrika könnte man ja vermuten, geht es auch die kulturelle Evolution schneller als zum Beispiel nachher im Kaukasus oder so? Nein, können wir im Prinzip überhaupt nicht so sagen. Einfach weil unsere Auflösung, unsere zeitliche Auflösung relativ mickrig ist. Insbesondere am Anfang ist es natürlich extrem gering. Da haben wir für 1 Million Jahr, weiß nicht, nein, 2 Hände voll Fundstellen vielleicht. Aber es ist natürlich extrem gering. Insofern können wir da relativ wenig dazu sagen. Was wir natürlich sehen, ist, dass im Laufe der Zeit mehr und mehr sich entwickelt und es einfach auch so eine Wechselwirkung ist. So wie die Leute
irgendwie mit ihrer Technologie noch einen Schritt weiter gehen können, wird es dann auch allmählich gemacht. Es gibt sicherlich auch Rückschläge. Wir haben natürlich extreme Klimawandel auch früher zu der Zeit gehabt. Auch da war es nicht so, dass wir ein einheimisches Klima in Europa hatten. Die Leute waren mal da, also die frühesten Europäer sind seit ungefähr 1,4 Millionen Jahren in Europa. Danach gab es Zeiten, wo wir annehmen, dass es zum Teil zumindest wieder menschenleer gewesen sein könnte oder die sich nur in Rückzugsgebiete zurückgezogen haben und erst danach bei besserem Klima, besserer Umwelt für die Menschen, die sich wieder weiter ausgebreitet haben. Also da haben wir eine Wechselwirkung. Und da, du hast das Beispiel Neandertaler gebracht, da wo nachher mehrere Menschenarten zusammengelebt haben, gab es immer... Da wo mehrere Menschenarten zusammengelebt haben... Also die frühen Fälle, da können wir auch wieder zu wenig sagen. Beim Neandertaler, da kommen wir so allmählich wirklich an Punkte, wo wir uns Gedanken darüber machen können, ob die sich nicht doch gegenseitig auch irgendwie befruchtet haben. Es gibt ja diesen Zeitpunkt ab ungefähr 40, 45.000 Jahre vor heute, dass man plötzlich Kunst hat. Lange Zeit wurde die nur dem modernen Menschen zugesprochen. In der Zwischenzeit gibt es Hinweise darauf, dass möglicherweise Neandertaler auch schon Frühformen von Kunst gemacht haben. Sie haben mit Sicherheit Farben benutzt. Sie haben möglicherweise auch Handabdrücke in Höhlen hinterlassen und einzelne einfache Strichzeichnungen. Und wir sehen mehr und mehr, dass der moderne Mensch in Afrika zum Beispiel nur Ähnliches wie der Neandertaler gemacht hat. Erst als sie zusammentreffen und in Gebieten, wo sie mit anderen Menschen zusammentreffen, genauso in Sulawesi, wo sie möglicherweise auf Denisova-Menschen getroffen sind, da haben wir dann diese frühe Kunst. Und es kann natürlich, also figürliche Kunst, und es kann natürlich sein, dass es einfach zu einer neuen Entwicklung, zu einer anregenden Entwicklung geführt hat, auch mit anderen zusammenzutreffen. Also und da begegnen sich zwei Menschenarten, erkennen wir es, irgendwo sind wir ja ähnlich, und dann gibt es Krach oder verträgt man sich? Wir haben sehr wenig Hinweise darauf, dass es wirklich Krach gegeben hat. Eigentlich im Prinzip gar keine. Was wir allerdings haben, ist deutliche Hinweise auf Vermischung, und zwar auf sehr, sehr vielfältige Vermischung. Die haben wir schon... Die muss ja nicht friedlich gewesen sein, nicht? Aber so viel, nur auf Vergewaltigung, würde ich sagen, lässt sich das Ganze nicht zurückführen. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass es ja bei vielen, also gerade auch nomadischen Völkern oder so, da gibt es ja schon den Raub der Frauen. Nicht? Man holt sich dann extra aus, also das ist die gleiche Art, aber es sind unterschiedliche Stämme, und dann holt man sich wechselseitig, sag ich mal, die Sexualpartner. Nicht? Natürlich auch, um genau das zu machen, was Hanno sagt, ich brauche auch eine Aufmischung. Nicht? Nee, ich meine, da braucht es natürlich aber auch eine gewisse Übermacht, eine gewisse Population, um sowas zu machen. Und da haben wir eigentlich Hinweise erst so beim frühen Ackerbauerntum, dass wir da wirklich also solche Überfälle auf Dörfer haben, wo es dann dazu gekommen ist, dass die männliche Bevölkerung ausgerottet wurde und die älteren Frauen dann auch eher und die Jungen einfach fehlen. Okay, da haben wir solche Hinweise früher. Bei den Neandertaler und anderen Populationstreffen oder Artentreffen, da haben wir solche Hinweise nicht. Das ist eine interessante Hypothese, nicht? Also der Mensch ist im Grunde gut, solange er Nomade ist, und wenn er dann sesshaft wird und Eigentum hat, dann wird er plötzlich Eine alte Geschichte, ein altes Narrativ. Das Ding ist einfach, vorher gab es genügend Platz, um auch auszuweichen. Gut. Das muss man sagen. Und das hat es einfach bei den Ackerbauern nicht mehr gegeben. Es gibt eine gewisse Menge nur an gescheitem Ackerland, das sie am Anfang auch in der Lage waren zu beackern. Und das war ein wirkliches Gut. Mhm. Und man brauchte auch Manpower, um das ganze Ding, also Nachwuchs, um das ganze Ding zu beackern. Ja. Ich brauche zwar natürlich als nomadisch lebender Mensch auch eine gewisse Populationsgröße, klar, aber da führt es dann eher dazu, dass man vielleicht einen Zusammenschluss der Gruppen hat. Das lässt sich dann einfacher machen. Und es gibt natürlich auch bei Schimpansen schon so einzelne Züge, dass dann die andere Gruppe mal irgendwie ermordet wird, zum Teil, muss man ganz klar sagen, aber das ist doch eher selten, und es kommt viel häufiger einfach zu Gruppenzusammenschlüssen, die das Ganze dann erleichtern. Gehen wir vielleicht mal direkt
vom guten oder schlechten Menschen, wie immer das ist, zu den Ideen. Also ich bin jetzt nochmal interessiert an den Konsequenzen. Da wandert was. Die Ideen wandern von einer Ecke zur anderen. Da würde man wahrscheinlich auf der Ideenwelt immer sagen, das ist eigentlich überwiegend positiv, oder? Also wenn man versuchen würde, in der Gesamtbilanz Austausch der Ideen, wobei nannte vorhin Social Goods und Social Bands. Ich fand das spannend mit dem Einheimisch, weil das passiert bei den Ideen auch. Die Menschen kreieren Götter. Und die mögen sich dann nicht, weil man ich glaube, einheimische Götter. Die einheimischen Götter, genau. Weil das ist genau die gleiche Geschichte. Ob eine Mehrheit an Menschen tatsächlich Bewegung positiv findet, das könnte man auch noch diskutieren. Weil ich glaube, die überwiegende Mehrheit, sobald es größere soziale Gefüge sind, die wollen irgendwie das bewahren, was da ist und das als eigenes definieren und lassen da, glaube ich, nur sehr schwer neue Zugänge zu und schotten sich ab. Es gibt dann so Begriffe wie Heimat, das ist genauso undefiniert, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Wir machen jetzt gerade eine Ausstellungsreihe des Europäischen. Welche Kultur ist Migrationskultur? Ja, woher haben wir das Rechnen gelernt? Woher wissen wir die ganzen Dinge, die wir können? Das ist alles nicht einheimisch, was auch immer einheimisch bedeutet. Wenn ich den Globus angucke, ist es ein großes Beziehungsnetz. Und die Konflikte entstehen sicherlich in der Begegnung und in der Konfrontation dieser unterschiedlichen Vorstellungen auch, also in diesen Konkurrenzsituationen eben des jeweils Einheimischen oder Eigenen und wahrscheinlich auch mit einem schnellen Vergessen. Wer weiß denn heute in der Gesellschaft, dass wir vor 160 Jahren Wirtschaftsflüchtlinge waren, 1848, dann waren wir genauso. Das haben wir ganz schnell vergessen. Und weil das könnte ja dazu beitragen, dass man sagt, okay, wir haben in der eigenen geschichtlichen Erfahrung, haben wir durchaus ähnliche Situationen erlebt. Das könnte uns ja irgendwie offener stimmen, aber das ist nicht der Fall. Sizilien ist ein wunderbares Beispiel, wo ganz viele Kulturen sich immer gekreuzt haben und es gab ganz kurze Zeiten, wo das gut gegangen ist. Also wo arabische, griechische und lateinische Inschriften sich gegenseitig ergänzt haben. Das heißt, es war eine kurze Zeit, wo es eine Koexistenz, eine positive Koexistenz auch dieser Religion, dieser Kulturen gegeben hat. Das meiste andere, wenn man das liest, ist eine ununterbrochene Reihe von Kriegen und Konflikten. Nicole, wenn man, was wir jetzt gerade gehört haben, so auf die heutige Zeit durchpaust, nicht? Grundgefühl ist schon, Wanderung beginnt immer, weil es Stress ist. Also man macht es nicht unbedingt freiwillig außer Urlaub oder so. Aber was ist das Ergebnis? Also bringt die Wanderung das, was man sich erhofft? Also wir haben vorher gesprochen, ich erhoffe mir eigentlich eine bessere Zukunft, deswegen gehe ich auf Wanderung. Passiert das tatsächlich, wenn man so Wanderungen anguckt? Also entsteht für die Leute, die sich auf Wanderschaft begeben, wird da was besser? Und dann auch nochmal die Frage, wer wandert denn? Wahrscheinlich sind es vor allem die jungen Leute, mit Konsequenzen natürlich für die Heimatgemeinde wie für die Neuen. Ja, beginnen wir vielleicht beim letzten Jahr. Es wandern vor allen Dingen die Jungen, zumindest wenn wir über die Wanderung reden, die nicht zum Beispiel direkt von Krieg und Vertreibung ausgelöst werden. Für die sozusagen regulären Wanderungen, da sind es vor allen Dingen die Jungen. Was man auch sehr deutlich sehen kann, ist, wir hatten vorhin über die Zukunftsgewandtheit gesprochen, das Planen. Also es wird zum Beispiel geplant, dass man das Geld in der Familie zusammenbringt und jemanden ausguckt aus der jungen Generation, die man auf den Weg schickt. Das ist schon sehr deutlich zu sehen. Und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für die Heimatgesellschaften. Jetzt nehme ich mal den Begriff Heimat, aus denen jemand kommt. Denn diese jungen Menschen sind natürlich auch diejenigen, die das meiste Potenzial haben. Also die eben auch zukünftige Eliten sind, die Leistungsträger sind. Also wir reden eben ganz häufig auch von einem Brain Drain. Jetzt ist das gar nicht so einfach zu bemessen, weil gleichzeitig wir eben auch erkennen können, wenn die in die Ankommenden oder in die Ankunftsgesellschaften sich eingliedern, dann finden sie dort eigentlich immer früher oder später Arbeit und sie sind diejenigen, die einen enorm großen Teil ihres Einkommens nutzen, um ihn zurückzuschicken. Und davon wiederum profitieren die Gesellschaften, aus denen sie kommen. Das ist nämlich eine ganz veritable Deviseneinnahme. Und es ist überhaupt nicht einfach,
gegeneinander aufzurechnen, was schwerer wiegt. Also was ist sozusagen das Negative, der Brain Drain oder aber die Devisen, die reinkommen. Bestimmte Länder haben sich darauf spezialisiert, beispielsweise mit Diaspora Devisen einzunehmen. Mhm. Das ist das eine. So, wenn wir uns jetzt anschauen, wie sieht sozusagen das Lebensglück der Wanderer aus in den Ankunftsgesellschaften, dann kann man zum einen sagen, sie sind eigentlich sehr findig darin, Arbeit zu finden, ein Auskommen zu finden. Aber sie werden nicht sofort in die oberen Segmente einer Gesellschaft einwandern. Das ist auch immer sehr deutlich zu sehen. Es braucht meistens mindestens eine Generation, eher zwei. Und dann sozusagen kommen sie langsam in der unteren Mittelschicht oder Mittelschicht an. Sie diffundieren in die Gesellschaft hinein. Am Anfang sind sie sozusagen eher noch auf den unteren Ebenen, auch was Tätigkeiten und so weiter angeht. Es braucht richtig lange Zeit. Und das ist auch ganz wichtig mit Blick auf Integration. Integration braucht einen enorm langen Atem. Und man darf immer gar nicht, oder würde ich immer sagen, man sollte nicht so pessimistisch sein, wenn man irgendwie denkt, funktioniert doch alles noch nicht und das klappt noch nicht und dieses klappt noch nicht. Es braucht einfach richtig viel Zeit. Aber vielleicht noch der eine Punkt, weil wir jetzt so viel über Krieg gesprochen haben, kann ich als Friedens- und Konfliktforscherin gar nicht anders, möchte ich was zu sagen. Die schlimmsten Konflikte, die wir sehen, sind tatsächlich zwischen denen passiert, die sich sehr ähnlich sind und nicht zwischen denen, die sich sehr fremd sind. Das sollte man vielleicht mal erwähnen. Ja, und die machen super. Dann, also da werden Differenzen konstruiert. Die werden sozusagen konstruiert, um sie politisch nutzbar zu machen, um den entsprechenden Dynamik dann zu entfachen und massive Gewalt anzuwenden. Das ist historisch genau das Gleiche. Wir haben vor so in den 1490er Jahren gibt es eine große Pilgerfahrt nach Jerusalem. Warum wissen wir davon? Es ist im Buchdruck, es ist verbreitet worden. Es war das erste Medium, das auch Wissen um die Welt transportiert hat. Und dort sind Araber gezeigt. Das sind dunkle, bärtige Männer mit merkwürdigen Kopfbedeckungen. Es gibt verschleierte Frauen. Das heißt, es gibt auch eine 500-jährige Tradition von Klischees, von Bildern. Auf dem Behaim-Globus, den ich gezeigt habe, sind natürlich alle Afrikaner, die thronen nicht. Die sitzen nicht auf einem Stuhl, wie die europäischen Könige. Die hocken irgendwo vor einem Zelt oder liegen auf dem Rücken. Die merkwürdigsten Vorstellungen, diese Klischees, die sind natürlich ganz brutal und die sind kaum zu überwinden. Das heißt, neben der Integration sind es auch diese Umkodierung dieser Bilder braucht enorm viel Zeit. Also ich finde das interessant, es gibt in der Biologie exakt das Gleiche. Wir nennen das Kontrastbetonung. Mhm. Also wenn du zwei Arten hast, die nahe miteinander verwandt sind, und da, wo sie sich nicht begegnen, sehen die fast identisch aus. Und da, wo sie sich begegnen, da sehen sie deutlich unterschiedlich aus. Also finde ich spannendes Phänomen. Damit Sie jetzt nachher auch noch zu Wort kommen, machen wir jetzt noch eine Schlussrunde und ihr könnt jetzt mal eure Perspektive entwickeln. Was lernen wir daraus? Wie entwickelt sich die Welt 2050, 2080? Wir fangen mal mit dem Biologen an. Und zum Schluss kommen die Ideen. Die Ideenwelt. Aus dem Blickwinkel eines Invasionsökologen, der sich also damit beschäftigt, wie eben Arten um die Welt transportiert wird, ist es eigentlich relativ eindeutig. Weil es gibt eben diesen ganz starken Link zwischen der Ausbreitung von Arten durch den Menschen und der Globalisierung des Handels und des Transports. Und da das weiterhin ungebremst weiter so geht, ansteigt, werden auch immer mehr Arten in unsere Länder kommen. Wir haben Studien gemacht, wo wir untersucht haben, wie hat sich das über die letzten 500 Jahre entwickelt. Und man sieht, es gibt eigentlich zwei Anstiege, bei denen es sich noch weiter intensiviert hat. Und das eine war um 1800 herum, also kurz vor der industriellen oder Beginn der industriellen Revolution. Und dann nochmal um 1950 rum, als der containerisierte Transport erfunden wurde und dann eigentlich die Schifffahrt wirklich losging. Und es gibt keinerlei Zeichen dafür, dass das irgendwie abgebremst wird, bis auf Säugetiere. Bei Säugetieren hat man mittlerweile Regularien implementiert, die halt sagen, die es halt schwierig machen, Säugetiere einzuführen. Außerdem sind Säugetiere im Prinzip eher groß. Also so ein Löwen, das kriegt man mit, wenn der dabei ist. Und auch die Mäuse werden mittlerweile, und auch Coronavirus Katzen, ist schon schwieriger. Ne? Genau, ja. Also man kann versuchen, das zu reglementieren. Das wird das auch versucht. Auch die Schifffahrt wird versucht zu reglementieren, indem halt das Ballastwasser von den Schiffen geklärt werden muss. Das wird jetzt in den nächsten 20 Jahren implementiert werden. Keiner weiß, wie es gehen soll, aber es ist festgesetzt, dass es geschehen muss. Das heißt, in manchen Bereichen wird es abnehmen, in anderen Bereichen
wird es weiterhin zunehmen. Wir haben auch immer mehr Interesse daran, exotische Haustiere zu halten oder bestimmte Blumen in unseren Gärten anzupflanzen oder in den botanischen Gärten auch zu sehen. Es gibt ein gewisses Umdenken, aber im Prinzip ist der Drang nach dem Exotischen und nach internationalen Produkten, nach auch Fernverkehr, auch wir reisen immer mehr, ist ungebremst und gibt keinerlei Anzeichen des Abnehmens. Wir müssen also damit rechnen, dass wir die einheimische Natur, was wir jetzt als einheimisch bezeichnen, nicht mehr vorfinden werden. Das wird einfach eine Durchmischung dann. Wir wissen ja ohnehin nicht, was einheimisch ist. Mirjam, deine Perspektive. Meine Perspektive, naja gut, ich komme jetzt nur aus der Paläoanthropologie, also eigentlich sehr, sehr vergangenheitslastig. Aber meine Perspektive ist, dass der Mensch eigentlich extrem anpassungsfähig ist und sich als extrem anpassungsfähige Art erwiesen hat. Ich bin gespannt, wie wir uns entwickeln werden, aber was für mich eigentlich ganz klar ist, ist, dass wir loslassen müssen immer wieder von unseren alten Gewohnheiten. Und das eben eine Lehre ist, die ich aus meinen Forschungen ziehe, dass der Mensch nie durchgehend eine Art war, die sich mit irgendwas zufrieden geben konnte, beziehungsweise sich irgendwo richtig einrichten konnte, sondern dass wir uns ständig verändert hatten. Und wenn wir uns jetzt natürlich vorstellen und denken, meine Güte, alles geht jetzt gerade den Bach runter mit dem Klimawandel und so. Ja, zum Teil, zum einen. Aber es ist nicht so, dass wir nicht keine Perspektive hätten. Wir haben Perspektiven, wir können mit verschiedenen Werkzeugen umgehen, wir können uns weiterentwickeln und wir müssen einfach offen sein und schauen, was sich auch anpassungsfähig bleiben. Ja? Jeder, rot oder grün. Ich brauche das nicht. Nicole? Sie haben vorhin gesagt, im Vorgespräch hat sie gesagt, über Zukunft reden wir nicht. Also Politik ist doch. Ich meckere gerne über die Gegenwart und sage das alles schon mal da. Ich würde das dann mal ganz ironisch machen. Ich würde sagen, in 2050 werden die Italiener erkannt haben, dass man Cappuccino auch nach 12 Uhr zu sich nehmen kann. Die Welt wird erkennen, dass weißer Spargel besser schmeckt als grüner, aber vielleicht wird die Ackerfläche zu kostbar geworden sein, um ihn sozusagen in der Intensität und Extensität dann noch anzubauen. Der Mai Tai wird nur noch eine romantische Erinnerung sein an einen Drink und heute oder 2050 dann vielleicht eine Bezeichnung für eine Toilettenbürste sein. Und im Grunde genommen wird sozusagen das, was wir jetzt heute schon gehört haben, es gibt eigentlich keine Heimat, außer eben in den Andenkenkarten, die wir im Souvenirstore kaufen, wird dann für uns alle vielleicht ganz normal geworden sein. Ist mir interessant. Darf ich nachfragen? Heißt das, wir gehen eigentlich davon aus, es gibt eine Harmonisierung? Also wenn die Italiener mit Cappuccino. Nein, keineswegs. Also ich meine, das ist doch das Interessante, wenn wir heute eigentlich in unsere Städte oder in ihre Bereiche gucken. Sie gehen wahrscheinlich, viele von Ihnen gehen gerne ins italienische Restaurant. Ist das eigentlich italienisch? Ein Italiener wird ja meistens sagen, also bitte, sowas würden wir nicht essen, das ist ja unanständig, nicht? Weil sozusagen natürlich haben wir uns das angeeignet. Es gibt eine deutsche italienische Küche, wenn man sagt. Und die ist auch noch regional, ehrlich gesagt, stark unterschiedlich. Und das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Also etwas, das vielleicht auf einer Oberfläche, vom Phänotyp her betrachtet, sehr ähnlich aussieht, zeigt bei den inneren Eigenschaften sondern eine sehr, sehr hohe Varianz. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Und es ist einfach nur, dass wir über ein bisschen spekulieren können, wie die nächste Stufe aussehen wird. Was wird denn dann sozusagen wieder diffundiert und dadurch immer wieder auch Charaktereigenschaften verändern? Gibt es denn Ideen mit dem Cappuccino oder dem Espresso? Ich weiß nicht, wenn es uns gelingt, dass wir uns selber erkennen, dass nicht die anderen diejenigen sind, die vertrieben wurden, sondern dass wir selber auch Vertriebene waren, dann sind wir uns ähnlich, dann haben wir ähnliche Vergangenheiten und ich hoffe, dass man sich dann vielleicht ein bisschen vorurteilsfrei begegnen kann. Aber es wird immer die Ausgrenzung jetzt geben. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 25 Jahren, ist mir jetzt eingefallen, hier in Frankfurt mal eine Wohnung gesucht und habe mich vorgestellt, da beim Wohnungsamt, dann wurde ich gefragt, sind Sie Ausländer? Und er sagt, ja. Ja, was denn? Schweizer. Ich sage, nur sind Sie kein richtiger Ausländer. Ich habe gefragt, was richtige Ausländer sind. Die Antwort, die
sehen dunkel aus. Nein, aber wenn Ideen und Vorstellungen tatsächlich etwas sind, was den Menschen prägen und es uns gelingt, Vorstellungen zu entwickeln, die Begegnung mit Fremden, Auseinandersetzung mit Fremden keine Bedrohung ist. Und das können wir aus der Geschichte lernen. Wir haben ja ganz viele Strategien entwickelt, dass wir das alles überlebt haben. Wir sind ja heute da und wir hauen uns ja nicht nur die Birne ein. Wenn diese Vorstellungen so stark sind, wie diese Vorstellung des Paradieses oder ein Wille, irgendwo hinzugehen, dann glaube ich, dann kann das sehr positiv sein. Und das wäre jetzt die Rolle des Historikers, immer wieder daran zu erinnern, obwohl Kriege da waren, eigentlich ist die Entwicklung des Menschen sehr positiv. Möchten Sie im 19. Jahrhundert leben? Ich nicht. Es gibt ganz viele Gründe, mit dem, was wir erreicht haben, heute zufrieden zu sein. Und wenn es gelingt, mehr Menschen daran Anteil haben zu lassen, weil wir es uns auch leisten können, dann glaube ich, das ist fast so wie eine positive Predigt. Ne? Ja. Das wunderbare Schlusswort für unsere Diskussion. Herzlichen Dank. Es geht aufwärts, finde ich gut. Das kann man auch tatsächlich objektivieren. Es gibt einen sogenannten historischen Human Development Index und der zeigt es auch, dass es eigentlich der Welt immer besser gegangen ist. Aber jetzt dürfen Sie noch fragen an die Damen und Herren, falls Sie noch was bewegt zur Bewegung. Ja, vielen Dank. Es ist ja schön zu hören, dass es uns immer besser geht. Aber doch jetzt noch mal eine Frage an die Diskutanten. Nationalismus, Populismus und alle Begleiterscheinungen, die wir heutzutage erleben, sind das alles Dinge, wo wir sagen müssen, ach, das geht schon wieder vorüber, da müssen wir uns keine Sorgen machen? Nein, natürlich nicht. Wir müssen was tun. Also einfach nur warten und wir müssen was tun. Und ich meine, da habe ich auch gesagt, als Historiker kann ich was tun. Ich kann keine Autos bauen, die weniger CO2 ausstoßen, aber durch die Erinnerung und die Nationenbildung, das ist ja auch schon eine Weile her, das ist ja auch nicht gestern entstanden. Und ich glaube, das sind Wellen, aber ich würde keine Welle einfach abwarten, was da passiert. Wir müssen was tun, wir müssen Bewusstsein schaffen, auf jeden Fall. Ich hoffe, ob das gut ausgeht, im Moment sieht es mit Europa nicht so gut aus, aber es ist auch fatal, wenn wir von Europa reden, ich bereite gerade eine Ausstellung vor, dann heißt es EU. Europa ist nicht die EU, Europa ist viel mehr, auch was Ideen angeht, was geistesgeschichtlichen Hintergrund angeht. Und das heißt, diese Verengungen, die machen wahrscheinlich die Dinge dann wirklich schwierig. Aber ich habe die Hoffnung, dass wenn man genügend Menschen zusammenbringt, die gegen den Nationalismus sich sträuben und Widerstand leisten, das ist die Politik auch gefordert, dass man da was dazu beitragen kann. Muss wahrscheinlich. Ja, klar. Nein, ich würde auch sagen, Sorgen muss man sich immer. Und das ist sozusagen eine Geisteshaltung, die man an den Tag legen sollte. Aber über Sorgen muss man nicht in Angst geraten. Sorgen heißt, dass man sozusagen im Gespräch miteinander bleibt, dass man sich sorgt um die Dinge, die einem wichtig sind. Und sich darüber auseinandersetzen, reicht schon vollkommen aus. Und dann überleben wir auch den gegenwärtigen Nationalismus und Populismus. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir uns nicht auseinandersetzen. Noch was die Leibniz-Forschungsmuseen angeht. Heute spielt der Populismus, die Influencer spielen eine ganz große Rolle. Das sind nicht Leute, die evidenzbasierte Argumente vorbringen, sondern die möglichst viele Followers haben wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, wo die Wissenschaft wieder auf die Gesellschaft zurückwirken kann. Dass wir nicht irgendwelchen Leuten, die irgendwas erzählen, auf den Leim gehen, sondern tatsächlich evidenzbasierte Argumente auch in die Politik wieder zurückspielen. Das ist unsere Rolle, auch als Wissenschaftler. Ja. Ich hätte eine Frage an die ganze Runde. Es ist ja so, dass jeder, wenn er klein ist, zunächst mal an sich selbst und an das Unmittelbare denkt. Je größer man wird, desto weiter wird der Horizont eben auch in die Zukunft. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Und dasselbe gibt es dann nochmal, wenn wir erwachsener werden. Dann denkt man, ich und meine Familie, ich und meine Stadt, ich und Europa. Und es wird langsam immer größer. Das ist das eine in der Zeitperspektive. Und das andere ist auch die Breite, in der wir denken. Und dazu dann noch die zeitliche Perspektive. Welche Folgen hat es, wenn ich dies und jenes tue?
will ich mich in meinem Verhalten danach richten, was irgendwann denn später mal sein wird im großen Stil, oder denke ich nur an das, was mir im Moment etwas bringt? Das ist ja immer aktuell, wenn es bei uns wieder neue Wahlen gibt und wenn sich danach gerichtet wird, welche Bevölkerungsgruppen welche unmittelbaren persönlichen Interessen haben und wie weit muss ich jetzt nur das berücksichtigen oder wie weit spielt eine größere Perspektive räumlich und auch zeitlich in die Zukunft eine Rolle. Und das ist ja dann manchmal erstaunlich, wie ungeniert und unmittelbar da jeder nur denkt. Und es wird ja auch nur in Epochen von 4 Jahren bei uns gedacht. Das muss ja, was man sagt, nur für diese Zeit reichen. Und in diesem Zusammenhang meine Frage an Sie alle. Können Sie sich vorstellen, dass die Fragen der Bevölkerungsdichte, die Frage des Umweltschutzes und des sozialen Miteinander, dass die auf unendliche Dauer auf demokratischem Wege gelöst werden können, wenn man eben dieses Denken mit einbezieht? Ja, also ich meine, da ist immer sofort die Sorge dahinter, dass das an einem demokratischen System liegt. Autoritäre Systeme haben in der Vergangenheit keineswegs eine bessere Bilanz gezeigt, wenn es um zukunftsorientierte Politik ging, muss man echt mal sagen. Aber noch viel schlimmer ist, dass sie leider einen Aspekt menschlicher Natur beschreiben, nämlich Menschen sind generell sehr schlecht darin, sozusagen zukünftige Risiken tatsächlich richtig einzuschätzen und dann auch Handlungswillen zu mobilisieren. Deswegen haben wir die Klimapolitik, die wir momentan haben. Nicht? Wenn wir, also nehmen Sie mal, das gute Beispiel ist immer eine Naturkatastrophe wie, die Flutkatastrophe, das war toll. Da hat man direkt gesehen, das Wasser steht in den Häusern drin, da war plötzlich, alle waren da und haben sofort geholfen, es wurde gespendet und alles Mögliche. Beim Klimawandel das große Problem, der ist eben nicht so plötzlich da. Den kann man nicht sehen. Der ist viel indirekter. Und das fällt uns als Menschen extrem schwer, uns das vorzustellen und dann zu sagen, da müssen wir jetzt handeln. Und der weise autokratische Herrscher, den gibt es schlicht und einfach nicht, den wir uns dann immer vorstellen würden. Jetzt brauchen wir die Führungspersönlichkeit, die uns alles aus der Hand nimmt und dann wird die das schon richten. Ne? Sondern tatsächlich ist es so, dass unsere Demokratien, die ja auf einem einzigen Prinzip aufbauen, wenn wir mal den ganzen Kladderadatsch weglassen, ein einziges Prinzip. Und das Prinzip heißt, Nein zu sagen, wenn Sie eine Meinung hören. Nein. Und dann müssen wir weiterdenken, dann müssen wir über Alternativen nachdenken, bis wir Mehrheiten für bestimmte Alternativen gefunden haben. Und die gelten nicht besonders lange, sondern dagegen formiert sich dann wieder Widerstand. Und die Hoffnung ist, manchmal trübt sie, aber häufig gewinnt sie auch, dass darüber über Zeit sogar bessere Lösungen zustande kommen. Aber es geht um nichts anderes, als ein Verfahren zu entwickeln, in dem wir immer wieder politische Lösungen verwerfen können. Nicht die beste zu finden, sondern immer wieder politische Lösungen verwerfen. Und vielleicht, mit ein bisschen Glück, ist dann auch mal eine richtig gute dabei. So funktioniert übrigens Evolution. Genauso. Ein natürliches Prinzip. Ja. Nein, das ist das beste Prinzip, um ein komplexes System zu entwickeln. Es gibt nichts Besseres. Und komplexes System ist eben genau das wichtige Stichwort bei dieser ganzen Sache. Wir haben hier extrem komplexe Systeme. Deswegen ist auch diese, wenn es dann heißt, wir brauchen eine Technokratenregierung oder sonst irgendwas, funktioniert überhaupt nicht. Weil es gibt bei jedem Problem, das wir haben, so viele verschiedene Facetten und so viele Entscheidungsmöglichkeiten, die wir in der ganzen Dimension, wie sie miteinander wirken, überhaupt nicht erfassen können. Das können auch Technokraten nicht erfassen, muss man sagen. Und was wir brauchen, sind einfach klare Zielvorstellungen. Wo wollen wir denn hin? Ein Weg ist nicht per se gut oder per se schlecht, sondern er ist unter gewissen Voraussetzungen. Kann man den schlecht beurteilen oder kann man den als positiv beurteilen? Und das ist etwas, was wir wählen müssen, wo wir sagen müssen, da wollen wir hin oder da wollen wir nicht hin. Klimawandel, ich meine, aus Sicht von Donald Trump ist der Klimawandel per se nicht schlecht. Es ist warm, wir müssen weniger heizen, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr dies und das, aber prinzipiell ist es nicht schlecht. Wenn er dann sieht, dass New York vielleicht untergeht, dann wird es vielleicht schon etwas doofer. Also zumindest manche Amerikaner finden es dann doof, dass New York untergeht. Vielleicht ist er deswegen auch schon nach Mar-a-Lago gezogen, um das eben dazu... Vielleicht ist es sogar noch schneller weg, ja. Aber es gibt nicht was per se gut oder per se schlecht ist. Und wir können das
in der Vielfalt schon nur entscheiden mit Richtungen, in die wir gehen wollen und immer wieder abchecken, geht das noch in die richtige Richtung, wollen wir das anders? Eine einzelne Person kann das nie. Und dementsprechend könnte es nur ein absoluter Glücksgriff sein, dass ein Diktator mal vielleicht eine Zeit lang irgendwas ganz gut macht. Aber wir brauchen es gar nicht probieren. Also die Hoffnung, dass es funktioniert, ist sehr, sehr schlecht. Ich glaube, geht. Probieren Sie einfach mal. Noch nicht. Meine Frage, könnte die jetzige Pandemie des Coronavirus Anlass auch einer neuen Migration sein? In welcher Form und wohin? Da, also ich wage mich mal raus, da wird nichts passieren. Nicht? Was wandert, ist natürlich der Virus, nicht? Oder das Virus, das wandert. Nicht? Aber das ist im Prinzip eben genau sein Thema. Nicht? Ich habe irgendwelche Objekte, die bewegen was anderes mit, in dem Fall ein Virus, und der wird letztlich sich ausbreiten. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Ich denke, man muss auf zwei Dinge setzen. Das eine ist, die finden einen Impfstoff, und das zweite ist, das Virus wird nicht mehr so aggressiv sein, wie es im Moment ist, weil die meisten Parasiten, die wollen einem ja gar nicht tot machen, die wollen in uns leben. Nicht so. Aber Auslöser einer menschlichen Migration. Nee, eher einer Unterbindung im Moment gerade der Mobilität, ja. Muss man ja sagen. Also ganz konkret haben wir ja eine Unterbindung der Mobilität, und wenn man sich hier anguckt, also die ganzen Warenströme, die jetzt gerade auch stocken, die ganzen Container, die jetzt gerade auflaufen in China und der Containerfluss nicht mehr richtig zustande kommt. Also es wäre eher zumindest mal kurzfristig zu einem Unterbruch der Mobilität. Aber es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir Bewegung überhaupt nicht aufhalten können. Ne? Ja. Und zwar in jeder Hinsicht. Also der Virus, die Kultur, was auch immer. Ne? Ja. Wir hatten noch eine Frage hier. Ja. Also ich sehe heute auch, dass sehr viele Machtasymmetrien da sind, wo nicht unbedingt das bessere Argument zählt, so wie in der Marktwirtschaft auch nicht unbedingt das bessere Produkt den Vorrang hat. Wie kann man das überwinden? Also ich traue mich vor und sage nicht, ja, ich bin ja nicht der Spezialist, aber ich würde an der Stelle einfach argumentieren, nicht? On the long run kann sich nur was durchsetzen, was funktioniert. Das muss nicht unbedingt das Beste sein. On the long run setzt sich nur was durch, was funktioniert. Also deswegen die Frage vorhin, Sorge wegen Nationalismus oder so, das kann mal eine Zeit lang sich halten, on the long run, wenn es nicht ein erfolgreiches Modell ist, wird sich das nicht durchsetzen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Nicole. Nee, okay. Ich würde nur sagen, natürlich geht es ja darum, dass wir, also das stimmt, das Problem ist, was auf dem Weg dahin passiert. Das ist, nicht? Also man will, ne, also da haben wir natürlich auch schon Zivilisationsbrüche erlebt, und das möchte man natürlich vermeiden. So, zu Ihrer Frage, Sie haben absolut recht, wir leben ja nicht in einer Welt, in der alle Chancen gleich verteilt sind und jeder gleichermaßen gehört werden kann, sondern in der eben wenige gehört werden. Wie kann man das verändern? Das passiert die ganze Zeit. Wir nennen das Protestbewegungen, beispielsweise soziale Bewegungen, die nichts anderes machen, als an den Türen der Macht zu rütteln und eben auf die Berücksichtigung ihrer Anliegen zu pochen. Und je nachdem, wie gut ihnen das gelingt, tatsächlich Menschen auf die Straße zu bringen und politischen Druck zu erhöhen, dann funktioniert das auch. Das, glaube ich, Deprimierende aus Sicht von sozialen Bewegungen ist ja häufig, dass so wenig davon übrig bleibt. Ne, weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist mit diesen radikalen Forderungen angetreten, man hatte dieses ganz, ganz revolutionäre Programm, und am Ende, was ist geblieben? Ich sage jetzt mal, also auch, Sie nehmen das bitte immer alles ironisch, dass mehr Generationen wohnen. Mhm. Aber das ist natürlich, das ist irre, wenn man sich das einfach mal überlegt, was sich da verändert hat. Aber wir sehen häufig eben, wie bei einem Eisberg eigentlich, sehen wir nur sozusagen dieses eine Konzept, das geblieben ist, aber darunter ist vieles dann schon viel mehr im Fluss. Es sieht wiederum ähnlich aus, aber es verändert sich innen drin ganz viel. Das heißt, also auch hier geht es darum, mehr Stimmen hineinzubekommen. Und das hat viel mit Druck und Gegendruck zu tun. Deswegen sind Demokratien eben auch dafür berühmt, dass sie Kritik auf Dauer stellen, dass sie Protestbewegungen nicht nur erlauben, sondern tatsächlich auch fördern.
Auch die Debatten in der Kultur, Postkolonialismus, Restitution, Rückgabe, haben ja unsere Wahrnehmung völlig verändert, auch unsere Sprache. Früher hat man den Beheim-Globus als großartiges Dokument des europäischen Entdeckergeistes gefeiert. Heute liest man das als eine Geschichte der Sklaverei, der Erfindung des Dreieckshandels und so weiter und so fort. Ich zögere schon, den Begriff Entdeckung überhaupt in den Mund zu nehmen. Das heißt, auch da verändern wir unsere Sprache, wir werden sensibler. Das eine ist der zunehmende Nationalismus, aber auf der anderen Seite auch ein zunehmendes Bewusstsein für ein unglaubliches Unrecht, was wir in die Welt gebracht haben. Und das findet gleichzeitig statt. Auch das sind Dinge, auch da die Frage der Perspektive, ne? Gucke ich jetzt nur aus der einen Ecke oder kann ich es zulassen, dass es mehrere Blicke gibt? Und auch das ist wieder ganz aufklärerisch, die Aufgabe, das immer wieder deutlich zu machen. Kann man da hinten noch eine Frage? Zu dem Thema der Globalisierung, wie sie sich auswirkt auf die Geschwindigkeit von Veränderungen, hätte ich mal die Frage an die Gruppe. Was glauben Sie denn, wie das, wenn, ich meine, es sieht ja im Augenblick so aus, ob da kann noch kein Sättigungspunkt auch nur in der Nähe ist, dass das immer rasanter wird und immer komplexer, komplettere Globalisierung. Wie wird sich das denn auf die Entwicklung der Arten, Artenvielfalt, auch der menschlichen Arten auswirken auf lange Zeit? Wie sehen Sie das als Perspektive? Wird es da nur noch, gibt es dann auch Deutsche, Chinesen, Portugiesen und... Ich möchte jetzt ungern auf die unterschiedlichen Ethnien eingehen. Das ist ein kritisches Feld. Das überlasse ich lieber den anderen. Aber im Bereich der Arten kann ich ganz klar sagen, es kommt zu einer, wir nennen das biologische Homogenisierung. Das heißt, bestimmte Lebensgemeinschaften, die vorher einzigartig waren in ihrem Zusammenleben, also es waren bestimmte Kombinationen an Arten, das war einzigartig in einem, zum Beispiel in Nordamerika oder in Mitteleuropa. Und diese Einzigartigkeit geht verloren, weil es einmal zu einer Durchmischung kommt, zu einem Austausch von Arten. Also die Arten wandern oder werden gebracht von Europa nach Nordamerika und umgekehrt. Dadurch vermischen sich dann die Lebensgemeinschaften. Was das nun für Auswirkungen hat auf die Artenvielfalt, wo jetzt Biodiversitätsverlust, Artensterben und so in aller Munde ist, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil auf der einen Seite, man kann natürlich vor Ort sagen, wir haben jetzt ganz viele neue Arten, das könnte ja die Kompensation sein für die Arten, die hier alle aussterben. Das funktioniert aber nicht. Also auch wenn man an bestimmten Orten vielleicht, einfach wenn man nur zählt, die Arten zählt, das heißt dann nicht, dass es funktioniert, dass sie auch zusammenleben können. Auch wenn man mehr Arten hat, global gesehen verliert man immer nur Arten, weil es sind ja keine neuen Arten, die entstehen, sondern die werden einfach nur vertauscht. Und lokal kommt es dann kann es schon mal zum Aussterben dann kommen. Das heißt, insgesamt wird es nicht zu mehr Arten kommen. Auf lange Sicht kann man natürlich sagen, okay, es gibt einen Eintrag von Ideen genauso, aber auch einen Eintrag von genetischem Material, es können sich neue Kombinationen bilden, es können sich neue Arten entwickeln. Das ist aber ein Prozess, der geht in der Regel über viele, viele Generationen und der findet so in Einzelaspekten vielleicht mal statt, aber insgesamt kann es eigentlich nur zu einem weiteren Verlust von Biodiversität führen. Ne? Und dann machen wir Schluss. Homogenisierung ist auch kulturell, findet das statt. Vor 25 Jahren bin ich als Schweizer hier schon, also nicht als richtiger Ausländer wahrgenommen, immerhin. Das findet aber in der Religion ja auch statt. Wir besuchen Yogakurse, wir haben buddhistische Ideen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ganz viele Formen ganz selbstverständlich in unseren Alltag übernommen. Die Einrichtungen, die sich am schwersten tun mit Veränderung und Bewegung, die werden natürlich alles tun, um das zu verhindern. Ich spreche nicht von der römischen Kirche, was auch immer. Aber das heißt, auch da findet eigentlich, ob es dann eine Bereicherung ist, ist eine andere Frage, aber es findet eine Durchmischung statt, es finden Mischformen statt. Und auch das, wenn wir die Ausstellung in 2 Jahren machen, dass wir Menschen auffordern, ihre Objekte mitzubringen, die sie von irgendwoher mitgebracht haben. Da wird jeder merken, aha, ich habe so viel Migration in mir. Ich habe Buddha-Figuren zu Hause, ich war mal in Nepal oder weiß der Geier was alles. Das heißt, wahrscheinlich, wenn wir das in unserem eigenen Lebensbereich erstmal gucken, dann haben wir ganz viele Homogenisierungsprodukte um uns herum. Wir gehen beim Italiener essen und so weiter und so fort. Das ist ja noch das Banalste. Aber auch das sind Dinge, die, ob das besser ist oder nicht, aber sie finden statt. So ist es.
Gut, dann versuche ich mal ein Schlusswort. Zunächst mal ganz herzlichen Dank an die Diskussionsteilnehmer. Ich habe auch viel gelernt, ich hoffe, Sie auch. Ich ziehe mal für mich ein Fazit daraus. Zum einen, Sie mögen ein völlig anderes Fazit ziehen, aber für mich irgendwie deutlich nicht. Bewegung ist das Normalste von der Welt. So, ohne Migration, Veränderung kann diese Welt so nicht existieren. Hat positive, negative Seiten. Aber was eben zum Schluss rausgekommen ist, in der langen Perspektive geht es eigentlich aufwärts. Also man hat immer wieder diese Kulturbrüche, Zivilisationsbrüche und. Aber in der langen Geschichte geht es eigentlich bergauf. Und insgesamt hatte ich den Eindruck, waren wir alle eigentlich hier ein sehr optimistisch gestimmtes Podium. Nicht? Also keine depressiven Töne jetzt an der Stelle, dass wir irgendwie Sorgen haben müssen. Stimmt, wir wurden auch nicht eingeschränkt. Ihnen danke ich herzlich fürs Kommen, fürs Zuhören und ich darf Sie jetzt noch einladen. Da draußen gibt es ein paar Getränke und auch ein bisschen was zu knabbern. Da können Sie noch weiter über Bewegung in dieser Welt diskutieren. Vielen Dank fürs Kommen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Wir machen ja gleich weiter mit.